Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stando Gaming. Und heute spielen wir wieder, wie ihr sehen könnt, 100 Euro Truck Simulator 2. Und diesmal auch wirklich auf Truckers MP, denn ich habe ja in der letzten Folge ein paar Probleme damit gehabt. Aber jetzt sind wir tatsächlich drauf. Wir werden heute Kupferdachrinnen nach Kiel fahren. Ich würde sagen, wir nehmen natürlich den Auftrag direkt an. Ich hoffe jetzt, dass alles funktioniert. Wenn nicht, bin ich traurig. Dann bin ich aber wirklich sehr traurig. So. Nicht wundern, ich tue hier gerade nur kurz Truck Simulator 2 hier rein. So, jetzt. So, bitte bin ich jetzt richtig drin. So wie es aussieht, ja. Zack. Bam. Okay, ich glaube, es funktioniert sogar alles. Geil. Wir müssen jetzt hier erstmal den Gang reinmachen. Dann losfahren. Aber bevor ich losfahre, natürlich auch Licht an. Warum muss ich jetzt ausgerechnet wieder so einen großen Scheiß-LKW kriegen? Ich habe jetzt wieder so einen blöden großen LKW. Ja, egal, wir kriegen das schon hin. Beziehungsweise ich. Nicht hier rein. Aua. So. Funktioniert eigentlich die Hupe noch? Hey, gibt's nicht mehr. Schade. Okay. Jetzt mal kurz. Ah! Okay, kann ich jetzt nicht machen. Schade. Aua. Es könnte sein, dass es jetzt ein bisschen mehr rumlegt. Liegt aber auch einfach daran, dass gerade irgendwie Millionen von Menschen gefühlt hier auf dem Server spielen. Und ich ja auch gerade in der Stadt bin. Wenn ich auf der Autobahn bin, geht es wieder. Also tut es mir schon mal jetzt leid. Okay, es leckt bei mir sogar jetzt auch, nicht nur bei euch. Normalerweise ist das nämlich immer so, dass es dann nur bei der Übertragung ein bisschen leckt. Nicht bei mir. Aber es leckt tatsächlich jetzt bei mir auch. Das heißt, selbst mein PC kommt gerade nicht hinterher. Ich habe zwar eine gute Grafikkarte, aber glaube ich nicht so ein geiles Mainboard, deswegen das manchmal so nicht so richtig arbeitet. Aber ich will mir ja so oder so bald ein neues holen. Deswegen passt das. So. Ich hätte auch noch umleuchten. Schade. Die hätte ich nämlich angemacht. So. Das Ding ist, ich sehe im linken Spiegel nichts. Das liegt aber einfach daran, dass ich tatsächlich kein Dingens habe. Mein Sitz zu weit vorne habe, meine ich. So. Muss ich eventuell gleich mal umstellen. Aber das passt schon so. Erstmal. Oh, hier ist es ja nur am Längen. Ja, es wird auf jeden Fall Zeit für den PC. Der kommt auch bald, Leute. Ich werde jetzt wahrscheinlich noch 1-2 Jahre so jetzt hier weitermachen. Und dann. Und dann hole ich mir auf jeden Fall auch einen neuen. Genau. Das braucht aber alles seine Zeit, ne? Das ist leider so. Ich mache jetzt schon 2 Jahre fast YouTube, ne? In den 2 Jahren habe ich immer noch denselben PC. Ne? Der läuft eigentlich auch ganz gut. Er ist zwar einmal kaputt gegangen, also da ist irgendwie der CPU-Kühler einfach abgefallen, weil es wahrscheinlich so heiß wurde. Ja. Aber ich kann damit noch umgehen. Aber es wird auf jeden Fall Zeit, langsam einen neuen zu holen, ne? Gerade weil ich jetzt auch mehr Qualität in die Videos reinsetzen will und sowas. Das kommt alles, ne? Das braucht aber noch seine Zeit und dann habe ich jetzt aber auch bald. Ja, was heißt bald? Es wird wahrscheinlich noch ein ganzes Jahr oder 2 Jahre auch noch dauern. Aber dann will ich auch richtig
geile Videos drehen. Ja. Na, es geht leider alles aktuell noch nicht so, aber es wird. Wir müssen hier links einmal abbiegen. So. Na, also das wird. Das kommt alles. So, wir fahren ja gerade 100 km/h fast. Interessant, dass das ein LKW schafft. So, 105 Kilometer sollten wir doch in 5 Minuten schaffen. So. Wundert, dass diese Hupe hier nicht mehr geht. Früher konnte man auf N so hupen. Jetzt kann man nur noch so. Ja, also diese lautere. Ach so, ich weiß, warum das nicht geht. Weil ich habe einen gebrauchten LKW. Da gibt's das gar nicht. Aha. Hi Leute, ich bin auf jeden Fall, also ich bin sehr gehypt auf einen neuen PC. Ne? Der PC wird natürlich relativ viel kosten. Das steht fest. Aber das ist gut. Also ich muss ja auch irgendwie was investieren. Ne? Und ich will ja generell mir so oder so einen geilen Gaming-PC holen. Irgendwann. Der dann natürlich viele neue Dinge hat. Und ich hoffe, dass es da auch alles dann nicht mehr so hängt. Ne, weil ich habe natürlich eine gute Grafikkarte, ich habe die neueste Grafikkarte, aber ich habe einen scheiß, heißt es, ein scheiß Mainboard. Und dieses Mainboard ist wirklich sehr alt, ne? Ja. Aber die Grafikkarte. Also, ich sag mal so, es ist ein Mainboard, was natürlich mit der Grafikkarte funktioniert. Aber es ist auch nicht die neueste. Weil ich habe so viel Geld in die Grafikkarte reingesteckt und konnte natürlich jetzt kein Geld ins Mainboard reinsetzen. Und tue ich auch nicht mehr. Ich werde den PC jetzt nicht neu aufrüsten wieder. Ich habe den nämlich von einer alten Grafikkarte hier aufgerüstet auf jetzt die neueste. Und jetzt will ich aber erstmal nichts aufrüsten. Sondern tatsächlich mir dann in ein, zwei Jahren den PC holen. Genau. Und dann will ich mir auch komplett ein geiles Gaming-Setup machen, ne? Also mit 3 Bildschirmen. Ich habe aktuell nur 2. Diese Bildschirme sollen aber dann auch größer sein. Ich glaube, ich jetzt nur 27 Zoll oder so. Und die ich mir dann holen werde, sind 32 Zoll, 3 Stück nebeneinander. 4K natürlich, wobei ich jetzt auch 4K Bildschirme habe, ne? Sieht man ja, weil ich 4K aufnehme und so und uploade. Aber ich will natürlich wieder 4K Bildschirme haben. Und auch größere Bildschirme, weil ich habe jetzt nur 27 Zoll. Die sind natürlich schon groß, aber ich finde 32 Zoll natürlich größer und auch geiler zum Zocken. Gerade für YouTube und sowas. Ne? Und ja, man kann ja zum Teil auch tatsächlich nur große Monitore kaufen, die eine gute Qualität haben. Und ja. So, der hat mich sogar angehupt. Na, also ich will mir auf jeden Fall, also ich kaufe mir auch alles Neue nicht an. Wenn ich einen neuen PC habe, kaufe ich mir alles Neue, neue Tastaturen, neue Maus, ein neues Mauspad. Eventuell auch ein neues Soundsystem, weil ich habe aktuell ein relativ gutes Soundsystem, kann man sagen. Ich habe nämlich, ist das ein Auto? Ah. Ich habe nämlich ein, also Boxen. Und ja. Ja, das wird alles noch neu gemacht. Also wird alles noch geupdatet. Vielleicht mache ich ja auch darüber in so einem kleinen Vlog, wie ich das alles mache. Mal gucken. Also kommt drauf an, ob es euch interessiert und ob das auch irgendwie hier zu diesem Gaming-Kanal passt. Ich denke aber tatsächlich schon, ne? Gaming-Room zeigen und sowas. So. Okay, wir sind jetzt ja auch schon in Kiel angekommen jetzt. Das ging nur relativ schnell sogar. Ich muss hier, glaube ich, rechts hoch, ne? Geradeaus geht's wieder auf eine Autobahn drauf. Ich finde es auch interessant, wie diese Ausfahrten sind, ne? Ach, jetzt kommt hier so ein scheiß Kreisverkehr. Ich wollte gerade links abbiegen, aber ich muss jetzt hier diesen blöden Kreisverkehr erstmal fahren. Ist hier in Kiel überhaupt jemand? Nö, ich bin der Einzige. Geil. Oder ich bin noch zu weit weg von den anderen. Das kann auch sein. Ich habe wieder leichten Husten. Keine Ahnung, woher das kommt. Wahrscheinlich, weil ich das Fenster über Nacht auf hatte. Und es hat ja gestern bei mir gewittert. Für euch ist es praktisch 2 Tage gestern. Bei mir ist es jetzt gestern. Also praktisch am Samstag hat es bei mir gewittert.
Und das Video kommt ja am Montag, was ich gerade drehe. Also, ja. Ich habe ein bisschen zu stark gebremst, glaube ich. Boah, ich finde dieses Lenkrad, also dieses Logitech-Lenkrad, so ein geiles Lenkrad, ne? Also, Leute, wenn ihr ein gutes Lenkrad haben wollt, kauft euch das Logitech G923. Oder halt eine Generation davor, also das Logitech G930 oder wie auch immer das heißt. Ja, holt euch auf jeden Fall eins von denen. Ne, das G93 heißt das, glaube ich. Ach, keine Ahnung, ihr wisst doch, was ich meine. Ich will mir tatsächlich auch später, glaube ich, alles nur noch von Logitech holen. Also auch die Webcam und sowas, die ich davon holen. Ja, mal gucken. So, jetzt ist hier immerhin einer im Kiel. Ah, das Leck, das triggert mich gerade schon ein bisschen. Okay, mal rein hier. So, zack. Okay, wir sind angekommen, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Video schon verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und Tom auf den Tag. Haut rein, Leute, erst mal los. Ciao, ciao.